Achso. Eingangssituation in Dortmund. Einfach ein Traum, muss ich sagen. Herrlich, herrlich. Wunderbar. Sehr lange. Freunde, 13. Spieltag heute, Auswärtsspiel in Dortmund. Heute kommt es drauf an. Kastropper Straßenfußball, Power zeigen und den Dortmundern Paroli bieten. Wird eine schwere Aufgabe und ein Tipp, ja, den schenke ich mir mal lieber. Hauptsache, wir können hier das Spiel gut gestalten und am Ende mit der oben den Autos aus dem Stadion gehen. Also auf geht's, gehen wir rein für den Verein. Also bis jetzt, erste Halbzeit, war es genau die körperlose, ideenlose Haltung, die wir immer beim Auswärtsspiel zeigen. Man kann nicht nur hoffen, dass es jetzt in der zweiten Halbzeit besser wird. Also
bis jetzt typisches Auswärtsgesicht VfL. Auf geht's in die zweite Halbzeit dann. Leider nichts gewesen, aber wie ich schon vor dem Spiel gesagt habe, da einen Tipp abzugeben ist völliger Quatsch, weil wer denn nicht viel erwartet, kann es auch nicht groß enttäuscht werden. Das war ja klar, dass die Mannschaft da wieder mal Auswärtsgesicht zeigt und hat es ja auch so bewiesen. In meiner Ansicht war das alles wieder mal körperlos. Das war wieder mal einfach nur Alibi-Fußball und ohne wirklich mal mit voller Kraft da Einsatz zu zeigen oder wirklich mal dagegen zu halten, das war ja einfach zu wenig. Da müssen wir uns ja auch mal alle im Klaren drüber sein. Und ich kann nur hoffen jetzt, dass wir zu Hause weiter so spielen wie zuletzt und dass wir irgendwann mal vielleicht den Turnaround auswärts schaffen, aber momentan ist es sehr schwer. Also so wie sich die Mannschaft jetzt Woche für Woche da auswärts präsentiert hat, ist es einfach nicht Bundesliga-tauglich. Muss man ganz klar so sagen und auch sich eingestehen. Ja, aber alles in allem, na gut, jetzt ist zum Glück die Woche nicht so lang. Am Dienstag geht es weiter dann zu Hause dann wieder gegen Gladbach. Dann wollen wir mal gucken. Gladbach ist ja jetzt auch nicht irgendwer. Die haben ja auch ein bisschen was im Köcher und aber wie ich schon sagte, zu Hause habe ich ein bisschen Hoffnung, dass wir da ein anderes Gesicht vor allen Dingen zeigen, so wie die Mannschaft ja auch wieder wollte. Und vor allen Dingen, dass wir da auch ein bisschen mehr Power dann hintersetzen und schauen wir mal. Ne? Also alles in allem, ich sag mal, es wird so oder so nur auf Relegation hinlaufen, wenn überhaupt. Alles andere ist Utopie und selbst wenn Hertha jetzt und Stuttgart, glaube ich, auch noch sind in Schlagweite, aber Leverkusen halte ich mal da raus. Ich denke mal, im Winter werden die nachrüsten oder irgendwas, dann werden die sich sowieso befreien da unten, aber alle anderen kannst du abschreiben. Der Zug ist abgefahren einfach. Ja, trotz allem aber mit erhobenen Hauptes wollen wir weiter die nächsten Spiele angehen und aufgeben auf jeden Fall nicht. Aber ja, die Hoffnung wird kleiner und kleiner, dass wir die Liga erhalten können. Ja, danke fürs Reinschauen und dann sehen wir uns am Dienstag wieder. Und ich hoffe mal, dass wir dann auf jeden Fall
unser Heimgesicht wieder zeigen können und dass wir auf jeden Fall spielerisch ein bisschen mehr entgegenhalten können als wir jetzt die letzten zwei Auswärtsspiele. Und dass wir vor allen Dingen auch die Punkte zu Hause lassen und mitnehmen. Ja, in dem Sinne, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, lasst es euch gut gehen. Und dann bis zum nächsten Dienstag. Ciao, ciao. Ja, ich hab so lang drauf gewartet, auf Veränderung gehofft. Doch jetzt, wo sie langsam da ist, fickt das alles mein Kopf. Ich sag ihr ständig, kann's nicht sagen und dann sag ich's dir doch. Schau, mein Blick hat mich verraten, keine Ahnung, bin lost. Bin ich noch glücklich in diesem nicht essen wollenden Loch? Bin ich immer noch der gleiche oder hab ich's verbockt? Dein ganzes Team an meiner Seite, danke, danke dir Gott. Ich wär bestimmt erfolgreicher als erbarmungsloser Snob. Tief gefallen, aufgestanden und wieder zu viel erhofft. Bis eines Tages der Tod an meiner Eingangstür klopft.